Herzlich willkommen zu einer der spannendsten Einheiten in der Vorlesung Verteilte Verarbeitung. Wir müssen ja irgendwann anfangen, unseren Server so zu bauen, dass wir den wirklich ins Internet hängen können. Und im Internet ist unser Server Angriffen ausgesetzt. Beispielsweise könnte jemand versuchen, sich die Root-Rechte auf der Maschine anzueignen, auf der der Server läuft. Oder man könnte den Nachrichtenverkehr zwischen unserem Server und den Clients abhören. Oder jemand könnte so tun, als wäre unser Server und mit unseren Kunden, mit unseren Clients irgendwelche schlimmen Dinge tun. Also Thema Sicherheit ist sehr wichtig. Diese Vorlesungseinheit geht auf einen Studenten zurück, der hat sich vor 3, 4 Jahren mal bei mir beschwert und sagte, meine Vorlesung wäre quasi unbrauchbar, weil das Thema Sicherheit nicht drin vorkäme. Da hat er recht gehabt, ehrlicherweise. Also ich möchte eigentlich mit der Vorlesung so weit kommen, dass wir so viel Wissen beieinander haben, dass man unseren Server wirklich in Docker-Container packen kann und zu Heroku oder in die Google oder Amazon Cloud deployen kann. Und dann sollte der laufen, ohne dass man schlaflose Nächte deswegen hat. Und deswegen habe ich das Thema Security mit eingebaut. Die Vorlesung Verteilte Verarbeitung sitzt im 4. Semester. Drumherum sind einige Veranstaltungen, die das Thema IT-Security noch mal genauer betrachten. Im Grundstudium hatten wir bereits Vorlesungen, wo so Kryptographie und sowas vorkam, also AES oder Diffie-Hellman-Algorithmus. Und im 6. Semester ist noch mal eine gesonderte Veranstaltung IT-Security, wo es auch da noch mal um die Details geht und um wirklich systematischen Umgang mit IT-Security. Also diese Vorlesung, die Sie hier sehen, die ist so in der Mitte von beiden Veranstaltungen. Also, was haben wir für Probleme? Wenn Sie normales HTTP verwenden, was Sie auf gar keinen Fall tun sollten, werden die Daten im Internet über einen Klartext übertragen. Ich zeige Ihnen das gleich mit dem Wireshark in einem der nächsten Videos. Sie können das einfach mitlesen, das kann aber jeder, das kann jeder Depp. Und im Klartext, also wenn Sie dann anfangen, im Klartext Passworte oder Logins zu übertragen, ist das nur eine Frage der Zeit, bis Sie gehackt werden. Und wenn Sie Ihr System sonst nicht weiter schützen, heißt das ja, dass jeder User alles darf. Jeder User darf alle Daten verändern, alle Daten löschen und so weiter. Also auch dagegen müssten Sie sich schützen. Und da haben Sie zwei Sachen, die man bedenken muss. Erstens, ich muss ja meine Benutzer kennen, also müssen die sich authentifizieren. Authentifizieren heißt, die müssen sich in irgendeiner Form ausweisen. Das heißt, sie müssen irgendein Geheimnis preisgeben, dass nur Sie beide wissen können, zum Beispiel Benutzername, Passwort, und da wäre das Passwort das Geheimnis, oder Benutzername und für sich Fingerprint, Benutzername, Gesichtskontur, also irgendwelche biometrischen Daten, Benutzername und irgend so ein Token, was Sie vielleicht irgendwo her haben. Da gibt es verschiedenste Verfahren, aber Sie brauchen von den Benutzer immer einen Benutzer und ein Geheimnis, was Sie beide gemeinsam kennen, sodass Sie wirklich wissen, dass der Benutzer ist. Andererseits weiß ich natürlich auch nicht, wenn Sie jetzt auf irgendeinen Server zugreifen, www.throsenheim.de, haben Sie keine Garantie, dass das wirklich throsenheim.de ist. Vielleicht hat sich jemand in die Mitte gesetzt. Also muss sich der Server auch bei Ihnen ausweisen. Deswegen verwenden Sie die HTTPS-Zertifikate. Machen wir aber später noch. Ich habe keine Autorisierung. Autorisierung heißt jetzt, jeder Benutzer, den ich kenne, darf ja immer noch nicht alles in meinem System. Also muss ich auch da mir überlegen, wer darf denn was? Es gibt so verschiedene Dimensionen, die man machen kann. Ich kann Benutzer zu Rollen zusammenfassen und dann kann ich so eine Rolle sagen, die Rolle darf die Funktion aufrufen. Oder die Rolle darf Daten lesen und eine andere Rolle darf Daten ändern. Oder die Rolle darf Daten bis 500 € verwenden, während die andere Rolle Daten ab 500 € nehmen darf. Also ein äußerst komplexes Thema, machen wir hier nur ganz, ganz kurz. Ich sage, das kommt, soweit ich das weiß, ausführlich in der Vorlesung IT Security beim Kollegen Hüttel. So, also ich versuche Ihnen den 80%-Fall vorzustellen. Ich glaube, dass es nicht mehr der 80%-Fall ist. Komischer Widerspruch, aber ich habe das aus dem Buch abgeschrieben vom Tilkoff. Also der behauptet Folgendes: Ich schütze meinen Webserver natürlich mit HTTPS. Das macht jeder so. Also wenn Sie es nicht machen, sind Sie doof. Und wenn Sie HTTPS verwenden, haben Sie eine verschlüsselte Kommunikation zwischen Client und Server. Also das brauchen Sie auf jeden Fall. Und HTTPS sehen Sie immer an dem HTTPS in Ihrem Browser oder an dem Port 443 statt dem Port 80 oder 8080. Und was ich Ihnen gerne vorführen möchte, ich finde das eigentlich ganz spannend, dass man das wirklich ein Stück für Stück nachvollziehen kann. Ich zeige Ihnen das in einem der nächsten Videos dann mit Wireshark, ist, dass Sie wirklich so ein Handshake zur Kommunikationsetablierung haben mit Server-Hallo, Client-Hallo und so weiter. Und
Zunächst einmal fangen Sie an, asymmetrisch zu verschlüsseln. Was das genau ist, erzähle ich gleich auch nochmal. Und danach machen Sie symmetrische Verschlüsselung, weil die deutlich effizienter ist. Also asymmetrisch tauschen Sie einen gemeinsamen Schlüssel aus und dann geht es symmetrisch weiter. Eigentlich ziemlich cool. Und wie gesagt, die Mathematik dahinter ist sehr komplex, aber da kann ich mich wirklich damit rausreden, dass die Kollegen Schmidt oder Hüttel das machen. So, und was wir dann machen, das ist wahrscheinlich inzwischen outdated. Man könnte sich am Server mit Basic Auth authentifizieren. Das ist so ein ganz altes Verfahren, gibt es schon in HTTP, schon seitdem es HTTP gibt. Sie sehen das hier, ich habe hier unten so eine Maske hingeklebt. Vielleicht sehen Sie das. Das ist eine ganz klassische Login-Maske, die sozusagen auf einen Webserver zurückgeht, dass der sich halt beschwert, den kenne ich nicht, den benutzt, sondern soll sich einloggen und Ihr Browser kommt selber auf die Idee, Ihnen die Maske zu zeigen. Das ist, glaube ich, immer dann, wenn der Server Ihnen 401 zurückschickt, dann macht der Browser automatisch so ein Fensterchen auf. Und wie gesagt, Basic Auth verwenden Sie zum Authentifizieren. Und was Sie da sozusagen nachweisen, ist, dass Sie eben Sie sind. Ich bin nicht sicher, ob die Zeile unten. Wir können es nachher mal ausprobieren. In einem der nächsten Videos zeige ich es mal, sobald ich Ihnen Basic Auth mal erkläre. So, und wir werden uns jetzt in den nächsten Videos erstmal um HTTPS kümmern. Ich finde das spannend. Man kann es auch einfach so zur Kenntnis nehmen. Also die Videos müssen Sie nicht gucken, aber ich finde es ganz interessant. Und wir werden uns danach dann verschiedene Authentifizierungsverfahren anschauen. Sprich Basic Auth natürlich zwangsläufig. Das bauen wir auch mit Spring Boot. Was wir dann aber darauf aufbauend machen, und das ist ja auch in der Aufgabenstellung verlangt, ist, dass wir uns über so tokenbasierte Zugriffsmechaniken Gedanken machen. Wir werden uns dann das JWT-Token anschauen und Verfahren, die mit den Tokens arbeiten, wie beispielsweise OAuth2. Auch das sehr spannend. Also theoretisch können Sie sich jetzt einen Spring Boot Server bauen, mit dem Sie sich mit Ihrem Facebook-Login einloggen können. Das kann man bauen, ist gar nicht so aufwendig, wie man das denken könnte. So, also die Sachen kommen jetzt in den nächsten Videos vor. Finde ich hochspannend. Schauen Sie es an, wenn Sie Lust haben. Sagt, wenn nicht, müssten Sie auf jeden Fall den Teil mit den JWT-Tokens schauen, weil das brauchen Sie für die Aufgabenstellung. Rest ist aber, glaube ich, ganz interessant. Und brauchen Sie sowieso fürs Praxissemester. Also ein Grundverständnis sollen Sie ja dann haben. Okay, bis hierhin vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.